Ja, Bergstämme, die haben wir eh nie wieder gesehen. Mytilene? Egal, Karl, so. Ja, nie. Ich finde es schön, wie diese Diagramme dann einfach schlagartig nach unten gehen. Spiel muss nicht verlassen. So, ein Oberer ist geboren. Das Schlachtross scheute unter seinem Reiter, als spürte es die Gefahr durch die feindlichen Truppen jenseits des Flusses. Alexander beruhigte es mit fester Hand und leiser Stimme. An seiner Seite ritt Philotas, sein vertrauter Feldherr. Mit ihrer Armee und den erfahrenen griechischen Feldherren Kraterus und Meleager hatten sie den Hellespont überquert. Imperator Darius III. Hatte seine Verteidigung am Ufer des Flusses Granicus aufgebaut, wo seine Feldherren warteten, überzeugt, dass sie die Griechen schlagen würden. Bald würde die Schlacht beginnen. König gegen Imperator. Feldherr gegen Feldherr. Es geht um nicht weniger als um die Herrschaft über das Reich Persien. Und mir gefällt die Missionsziel schon mal nicht mehr. Sie müssen jetzt die halbe persische Armee ausschalten, die jenseits des Granicus wartet. Viele Schlachten werden im Laufe der Invasion auf Alexander, seine Truppen nicht ersetzt werden können. Das ist schon mal ekelhaft. So. Über 100 Jahre waren seit der persischen Invasion des Griechenlands vergangen. Athener, Thebaner und Spartaner sehen sich noch immer nach einer Möglichkeit, diese schmachvolle Niederlage zu rächen. Als Alexander III. Von Mazedonien seine Herrschaft über alle griechischen Stadtstaaten bestätigt hatte, war endlich die Bühne für die Erfüllung dieses Traums vorbereitet. Die Armee, mit der Alexander 334 vor Christus den Hellespont überquerte, war recht klein. Unruhe der Heimat machten es unumgänglich, dass ein großes Kontingent unter General Antipater, spricht man das aus? Ich glaube nicht, zu Hause blieb. Schon in einer großen Streitmacht wählte Alexander eine Armee bestehend aus Veteranen und seine Elite der schnellen Kavallerie. Überlegene Ausbildung und Bewaffnung sowie Schnelligkeit sollten seine taktischen Vorteile sein. Als Darius erfuhr, dass der griechische Pöbel vom anderen Ufer des Ägäis wirklich angegriffen hatte, wollte Alexander aufhalten, ehe der Mazedonierkönig zu tief ins persische Gelände eindrang. Am Fluss Granicus wurde Persiens Macht erstmals von Alexanders Genie herausgefordert und es erging den Persern schlecht. Sie wurden sowohl am Granicus als auch bei Issos in die Flucht geschlagen. Nach den Siegen musste Alexander vor allem die selbstbewusste und unabhängige Inselstadt Tyros unterwerfen. Die befestigte Zitadelle, Heimat der Seefahrenden Phönizier, war seit Jahrhunderten nicht erobert worden. Die Unterwerfung Tyros 332 würde Alexander Herrschaft im Mittleren Osten sichern und freie griechische Marineaktivitäten im ganzen östlichen Mittelmeerraum garantieren. Tipps. Ja, natürlich schwer zu erobern, bla bla, Land-C-Taktik, ja. Nein, das war die falsche Taste. Ich wollte mir die Karte doch angucken. Ja, wir haben ein gutes Stück Weg vor uns. Sehr gutes Stück Weg. Wir lernen aus dem, was wir eigenen Auges sehen. Das sagte mir mein Lehrmeister Aristoteles. Dann, Gebieter, würde ich sagen, wir haben alles gelernt, was möglich ist, indem wir die Perser beobachteten. Vielleicht sollten wir zu unseren Leuten zurück, ehe die Chance vertan ist, das Wissen auch zu nutzen. Ha! Ihr sorgt euch zu sehr, mein Freund. Doch kommt, kehren wir zur Truppe zurück. Was gibt es Neues, Kameraden? Wie kämpfen wir gegen Persiens Armee? Die Anführer sind der Schlüssel. Sind sie nicht mehr, zerfällt die persische Armee. Es ist Zeit, unsere Truppen am Fluss einzusetzen. Ich habe das Gebiet mit Flaggen markiert. Ganz einfach. Gott, ich hab schon so verloren. Noch irgendwas, was ich aufrüsten sollte? Feldgeschütz? Nein, ich glaube nicht, dass wir Flugzeuge aufrüsten wollen. Schwertkämpfer? Ich setze persönlich mir auf. Das habe ich natürlich so Bogenschützen-Typen. Ich müsste die im Prinzip aufrüsten, aber ich weiß nicht, ob ich die.
Ich habe Ressourcen dabei, ich könnte sie aufrüsten, ne? Ich habe auch so Generalstypen, ne? Ishtar spricht, verfügt über mich. Die nichts können, sehr gut. Was soll ich an diesen Flaggen? Wir machen das erstmal nach der guten alten, sammel mal alles und schau dir das Gelände an. Taktik. Was ich bräuchte, wäre so ein bisschen was Heilerisches, ne? Eure Befehle? Was ich bräuchte, wäre definitiv mal eine Aufrüstung. Kann ich mir das leisten? Kann ich dir sogar leisten? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das kein Fehler ist, was ich da tue. Oh doch, das ist ein gigantischer Fehler. Euer Befehl? Für Ruhm und Ehre. So, da ist der Fluss. Da will ich rüber. Will ich da rüber? Ich glaube nicht. Bei näherer Überlegung will ich da, glaube ich, nicht rüber, nö. Ach nein, das ist rechts, links von dem Helm. Okay. Wo ist denn jetzt mal Alexander? Ja, bin ich blind? Ishtar spricht? Ach da. Der Olymp spricht? Nein, ich. Ich ganz alleine spreche hier. Der Olymp hat in meinem Let's Play nichts zu suchen. Soll seine eigenen machen, ne? Die Welt ist nicht genug. Ja, es ist schön, dass die Welt nicht genug ist, aber... Mit der Eroberung des Weltraums solltest du vielleicht warten, bis Raketen erfunden werden. Es würde zu diesem Zeitpunkt auch deutlich einfacher die Sache machen mit dem Erobern der Welt, ne? Also mit Raketen jetzt hier, so zu der Zeit. Eure Befehle? Verfügt über mich. Wobei ich mal gelesen habe, dass die Griechen damals schon irgendwie über die theoretischen Grundlagen für die Dampfmaschine verfügt haben. Sie haben es halt nur nicht miteinander kombiniert. Kann das mal jemand bestätigen oder widerlegen? Befehl? Also die hätten dann wohl schon, keine Ahnung, irgendwie 2000 Jahre vor der Erfindung der Dampfmaschine die Dampfmaschine erfinden können. Das gäbe, glaube ich, auch ein schönes Spiel, so 400 vor Christus, 300, wo waren wir jetzt, 332, wohin soll ich gehen? Alexander der Große baut eine Eisenbahn. Hätte was. Antike trifft industrielle Revolution. Klingt interessant. So, ich wollte das mal abrüsten. Abrüsten, ja. Erzählt doch nichts vom Pferd. So, die sind voll aufgerüstet. Die sind ebenfalls voll aufgerüstet. Jetzt muss ich nur auf die warten. Innerhalb des mit Flaggen markierten Bereichs am Flussufer an. Nee, wo, warte mal. Ihr seid zwei. Ihr seid drei. Ihr seid vier. Was wollt ihr? Das weiß ich auch noch nicht so genau, was ich will. Verfügt über mich. So, wo war denn jetzt noch dieser letzte Typ? Ich hatte doch noch einen. Ich da spricht. Gut. Verfügt über mich. Seid ihr jetzt fertig? Ihr seid fertig. Und wie ihr fertig seid. Selbst Buddha ist nicht so fertig wie ihr, so. Wo will ich denn da jetzt was hinstellen? Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Für Ruhm und Ehre. Verfügt über mich. Die Welt ist. Bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, wie ich die ausstellen will. Hinten ist noch mehr? Was soll denn der Unsinn? Gibt es da noch mehr Stellen, wo die über den Fluss können? Hey, hier geht's gar nicht über den Fluss. Ich werd verarscht. Euer Befehl? Schiebung! Ich dachte, hier geht's über den Fluss. Wir sind kampfbereit, Gebieter. Der Angriff kann beginnen, wenn ihr wollt. Die Perser lassen sich leicht demoralisieren. Haben wir die Hälfte getötet, werden sie fliehen. Ich bin ganz sicher. Für den Thron. Auf zum Sieg! Verfügt über mich. Die Welt ist nicht genug. So, stellen wir den mal wegen gekonnt auf.
Euer Befehl? Wohin soll ich gehen? So, dass es tatsächlich aussieht, als würde ich davon was verstehen, wie man Truppen aufstellt. Wohin soll ich gehen? Für den Thron. Völlig falsch. Artillerie muss ganz vorne stehen. Und die Fernkampftruppen ganz hinten, die Nahkampfeinheiten ganz hinten. Das verwirrt den Feind. Macht ihn dann zu leichter Beute. Wenn man nicht gerade alles stirbt. So, wir schicken erstmal Alexander vor. Vielleicht kapitulieren sie ja, wenn sie mich sehen. Ich kann immer mit einer Hand eine riesige Flagge tragen und mit der anderen Hand immer noch einen Speer. Hallo Jungs. Ja. Was haben die für eine Reichweite? Die haben gar keine Reichweite, sehr gut. Wohin soll ich gehen? Wieso schön mir hinterherlaufen, Idioten? Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie groß die Hälfte ihrer Truppen ist. Ja, ihr habt auch... Achso, ihr seid immer noch irgendwie Technikstufe 2, deswegen sprecht ihr noch so komisch. Während alle anderen schon, naja, halbwegs normal sprechen. So. Nachdem diese Taktik so gut funktioniert hat, machen wir die gleich nochmal. Die Welt ist nicht genug. Königreiche werden. Das ist natürlich eine sehr gute Idee, dass ich das immer nur mit. Die Welt ist nicht genug. Also der macht's mir jetzt aber einfach. Ah, Feigling. Ich dachte, der folgt mir jetzt so. Speerträger. Was macht ihr da? Ich kann mir nicht ins. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass es nicht so clever ist? Bin ich denn jetzt? Soll Alexander eine eigene Nummer geben? Ach, da ist er ja. Kann ich den nicht sehen? Er ist der Einzige, der eine riesige Flagge in der Hand trägt. Königreiche werden fallen. Kalos, sie gehen. Eure Befehle? Für den Thron. Auf zum Sieg. Was wollt ihr? So, ordnet euch mal wegen anders an hier. Die Welt ist nicht genug. Ja. Königreiche werden fallen. Das habe ich schon öfters gehört. Vielleicht will ich ein bisschen. Nein, jetzt dreht er an dem Punkt immer wieder um. Königreiche werden fallen. Ihr dreht nicht um, nein. Ihr geht den Weg mutig bis zum Ende. Königreiche werden fallen. Könnte sagen, auch ihr geht dämlich bis zum Ende, aber hey. Eure Befehle? Kalos. Auf zum Sieg. Stoma. Aber da wollen wir mal nicht streiten, wer hier dämlich zum Tode läuft. Ich habe so viele Nummerntasten belegt, das ist ungewohnt. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut, was ich hier mache. Und da ich die Truppen ja nicht wieder bauen kann, will ich die Taktik auch gar nicht ändern. Ich bin ja nicht gänzlich bescheuert. Doch, das bist du. Ihr habt recht. Frontalangriff mit allem. Na Jungs, wie geht's so? Alles fit? Ja, alles fit, ne? Es sind jetzt vielleicht ein bisschen viele. Soll ich nicht durchs Wasser laufen? Werde ich da langsam im Wasser? Nee, oder? Okay, zugegeben, die KI ist hier wirklich... Oh! Jetzt haben sie irgendeinen meiner Leute angegriffen, aber das ist gar kein Problem, denn der wird gleich wieder geheilt. Der Olymp spricht. Nein, immer noch nicht. Wohin soll ich gehen? Für den Thron. So, ordnet euch mal neu an. Der Olymp spricht. Eure Befehle? Okay, die vielleicht noch ein Stück vor. Und die vielleicht auch noch ein Stück vor, dann wird das auch was. Ihr könnt auch noch ein kleines Stück vorgehen. Dann ganz entspannt weiter hier vorlocken. Na Jungs, hier geht's. Alles Fisch? Ja, alles sehr gut, ne? Ja, ja. Ihr mich auch. Ich heil mich nämlich. Ihr habt voll verloren, wisst ihr das? Funktioniert nicht ganz so gut mit den Speerkämpfern. Die sterben einfach nicht schnell genug. Oder es ist einfach zu viel. Das wäre natürlich auch möglich. Wo läufst du denn hin? Habe ich dich unbefohlen? Kann ich mich dran erinnern. Oh, Autosave. Mit, man kann nur Alexander den heilen? Ja, dafür aber extrem schnell. Dann ist alles gut. So.
Was haben wir denn da noch so stehen, hä? Nicht genug. Königreiche werden fallen. Die Welt ist nicht genug. Müsst ihr bitte auch mal kommen? Da steht irgendein Feldherr, Oberst, Leutnant, Kommandant, General, Admiral, Marschall, Feldmarschall. Wichtiger Typ, ne? Königreiche werden fallen. Auf zum Sieg. Einfach wieder schön Aufstellung nehmen lassen. Und dann reiten wir wieder vor. Na, Vajax? Alles gut, ne, Jungs? Ja. Oh, da hinten steht Fernkampf. Das sollten wir vielleicht vermeiden. Ich find's lustig, wie der immer wieder umdreht. Das hat doch viel Schönes. Du sollst wirklich einfach nur da reinlaufen und sterben. Wunderschön. So, was auch immer jetzt zu Schaden gekommen ist, heilen. Ich hab's nicht mal gesehen, was die angegriffen haben. Euch stelle ich vielleicht auch mal ein bisschen hinten hin. Nein, nicht du. Du. Ich glaube, wenn ich euch verliere, habe ich auch verloren, ne? Vermutlich. Wieder nicht. Ja, dann bleibt er stehen. Komm. Lassen wir es gut sein. So, was lebt denn hier noch so? Was haben wir hier drüben noch so? Oh, Reiter? Okay. Oh. Das ist nicht so gut. Das sind so Speerwerfer-Typis auf Pferden. Mit chinesischen Reissackhüten. Oder was auch immer die hier haben. Die greifen alle mich an, weil sie Fernkampfwaffen haben. Oh. Das war's schon. Die Moral der persischen Armee ist gebrochen. Sie weicht zurück. Das Feld gehört uns. Die Perser formieren sich südlich von hier bei Issos neu. Wir müssen sie auslöschen und die Inselstadt Tyros erobern. Damit beherrschen wir ganz Palästina. Versammelt die Truppen. Es geht los. Bin das irgendein Bonus, wenn man die Generäle tötet? Interessante Frage. Das könnte man gerade mal ausprobieren. Ja, ich habe Punkte bekommen, zwar 5 Stück, so, ne? Persische Armee bei Isois muss völlig vernichtet werden. Wo ist denn Isois? Ist das Isois oder ist das Isois? Keine Ahnung. Wir speichern jedenfalls mal und testen mal kurz was. Speichern? Ja, bitte. Und dann Spiele laden, und zwar Honky. Euer Befehl? Für Ruhm und Ehre. Ja, du blinkst sehr lustig. Ich habe 20 Punkte, okay. Das will ich jetzt schon mal wissen, ob es irgendwas bringt, wenn man diese Generäle tötet. Für den Thron. Ja, komm. Tötet mal das Same, so wie es geil heißt. Wir werden angegriffen. Gar nicht so einfach, den zu töten, so wie es gefühlt. So, mal gucken, ob es irgendwas bringt. Bringt scheinbar nicht viel. Außer, dass er halt tot ist. Ich bin keine extra Punkte, keine Meldung, kein gar nichts. Das ist einfach nur völlig sinnbefreit. Für Ruhm und Ehre. Okay, dann lassen wir das. Dann ist eh nichts bei. Jetzt habe ich den falschen geladen. Oder? Habe ich den falschen geladen? Nein, ich habe den. Sicher ist sicher so. Gut, gut, gut. Wir haben keine Verluste. Alexander heilt gerade. Läuft doch schon mal gut. Bist du fertig mit heilen? Schreib nochmal hier hin. Nicht, dass du irgendeinen übersiehst. Wohin soll ich gehen? Aber es sieht gut aus. Das Problem ist jetzt, ich nehme jetzt einfach mal an, dass hier keiner mehr ist, nachdem die alle weggelaufen sind. Okay, zugegeben, die KI ist tatsächlich nicht die hellste, aber in welchem Strategiespiel ist sie das schon?
Ah, ich komme an, ich komme ja schon mal nicht. In Warzone auch nicht. In Warcraft ist er einfach nur völlig überzogen und in Starcraft. Also jetzt nicht so, weil es da irgendwie meistens so ist, dass man, also wenn man es auf schwer spielt, die späteren Missionen, vor allem im Add-on von Star und Warcraft 3, also Starcraft 1, Warcraft 3, also wenn man da nicht genau weiß, wo der Gegner angreift und mit was und was man in einer Mission bauen muss und wo was liegt, dann hat man in der Mission im Prinzip keine Chance. Was ich auch schon ein bisschen scheiße finde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dann gibt es halt irgendwie nur eine Spielweise und entweder du machst die so oder du verlierst. Naja, das ist wahrscheinlich Geschmack. In der Nähe liegt die neutrale Stadt Antioch. Vielleicht sollten wir das Krankenhaus dort requirieren, um unsere Verwundeten zu behandeln. Wir haben zwar keine Verwundeten, aber das gibt bestimmt Bonuspunkte. Oder? Nö, aber wir machen es trotzdem mal. Wie komme ich denn am besten hin? Kommt ihr da durch den Wald irgendwie hin? Nee. Ich steuere euch lieber selbst dahin. Ihr reitet doch eh nur wieder durch die feindliche Stadt. Ich würde auch mal investieren. Okay, doch in Z. Oder Z. Oder Z. Oder wie auch immer man das aussprechen möchte.